Liebe Fans von Ostsachsen TV, ich stehe hier immer noch in der Kunsthalle in Graz und diesmal sind wir zu Gast bei einer Künstlerin aus Kasachstan, und zwar bei Aygerim Beken. Und sie zeichnet Besucher hier auf der Messe in verschiedenen Stilrichtungen und mit verschiedenen Techniken. Und eine der Techniken zeigen wir euch jetzt, und zwar zeichnet sie mich auf einem iPad. Es ist aber keine ganz normale Zeichnung, sondern was wird es? Eine Digitalkarikatur. Das wird so wie da, bitte. Ja. Ich habe da mehrere. Und dann wird das halt per E-Mail einfach an Kunden weitergeschickt. So. Und der Kunde bekommt hier seine Karikatur einfach per E-Mail gemütlich in seinem zu Hause. Aber du zeichnest natürlich nicht nur Karikaturen, du bist auch Künstlerin und Malerin und hast hier die besondere Ehre, mit auszustellen. Was genau möchtest du am liebsten ausdrücken oder was bewegt dich persönlich mit deiner Kunst? Also ich habe meine Ausbildung in Moskau abgeschlossen. An und für sich zeichne ich realistische, gegenständliche Malerei. Und zu dieser Serie hat mich New York inspiriert. Ich war ein paar Monate in New York. Die Galerien, die New Jersey, diese ganze Stadt, die Never Sleeping City, hat mich total überwältigt. Und dann kam es zu dieser abstrakten Serie. Wo lebst du derzeit? Lebst du hier in Österreich? Oder? Also ich und mein Mann, wir haben ein Haus in Ariach, das ist Mittelpunkt des Kärntens. Es ist wunderschön. Ja, da kommen Rehen vom Wald richtig zu uns zum Garten. Also das ist für mich Paradies pur. Ist das für dich ein Stück Heimat geworden, wo du sagst, ich fühle mich hier zu Hause, ich bin hier angekommen für mich als Wohnort? Ich fühle mich zu Hause auf dem ganzen Planeten, von Shanghai bis Rio. Ich bin immer auf Reisen, ja. Ja, ich bin ein Kosmos, also ich fühle mich überall zu Hause. Ja. Also absolut grenzenlos, der Planet ist sozusagen dein Heimat. Deine Heimat. Mit dieser Message geben wir zurück und ihr könnt es jetzt noch ganz kurz im Video mit beobachten, wie so eine Karikatur entsteht am iPad, und ich werde mal Platz nehmen und mich überraschen lassen vom Ergebnis. Das per E-Mail an David. So, bitte E-Mail-Adresse. David, bitte. Dankeschön. Ja, ist gekommen. Super.